Hallo, moin moin und guten Tag. Ich bin wieder bei Fischen bei Krischen in der Nähe von Hamburg und ich bin heute am größeren Teich. Der Teich ist ungefähr so gute 100 Meter lang, 23 Meter breit. Hier sind jede Menge Störe drin und darauf möchte ich es heute probieren. Mit zwei Ruten auf jeden Fall und mit einer Rute werde ich es dann probieren auf Forelle. Mal gucken, vielleicht kommt auch noch die eine oder andere Forelle mit raus. Ist ja auch nicht verkehrt. Bleibt also auf jeden Fall dran. Es ist früh am Morgen, kurz nach sechs und die Sonne knallt schon wirklich runter. Also man sieht das vielleicht auch, es ist richtig schönes Wetter. Nachdem wir wochenlang Regen hatten, freut mich das natürlich ganz besonders. Ich werde verschiedene Köder ausprobieren in unmittelbarer Ufernähe. Also ich angel hier, ich sag mal 2 bis 5 Meter vom Ufer ungefähr entfernt. Also wirklich direkt hier vorne an der Kante. Da geht es relativ weit schnell runter. Und an diese Kante habe ich dann die Köder gelegt. Einen ganz nah ans Ufer und einen etwas weiter raus. Wenn die Störe am Ufer entlang ziehen, dass ich dann eben auch die Chance habe, da wirklich einen Fisch zu fangen. Ich habe verschiedene Köder mitgebracht. Ich habe Matjes hier, ich habe Dendrobenas da, ich habe Tauwurm da, ich habe Lachs da. Ich habe natürlich auch unseren Störteig da, den ich besonders gerne benutze. Störteig mit noch einem Dendrobena dran. Diese Störe, die hier drin sind, haben ungefähr eine Größe so zwischen 80 cm und 1 Meter. Ich habe gestern gesehen, dass auch welche besetzt worden sind. Und ich weiß, dass eben auch noch einige drin sind. Und ja, mal gucken, was ich, ob wir da einen von fangen können oder ob ich davon einen fangen kann. Was ich dann gerne mache, ist die filetieren und aus den Filets dann Störschaschlik machen. Da gibt es auch ein Video von mir drüber. Das ist eine wirklich leckere Angelegenheit. Mal gucken, wie es läuft. Eingetütet. Der erste Stör ist online. Da ist der erste Störowitsch. Auf einen halben Tauwurm. Am Viererhaken. Und ich denke, ihr habt den Biss gesehen. Ja, der wird hinterher filetiert. Und da machen wir dann einen Schorschlick von. Das freut mich schon. Und ich angle noch nicht. Noch keine halbe Stunde. Die Montage, die ich zum Störangeln benutze, mag für einige Leute vielleicht ein bisschen ungewöhnlich erscheinen. Ich montiere als erstes einen kleinen Waggler. Das hier ist ein Slider auf meiner Hauptschnur. Ich habe als Hauptschnur normalerweise so eine 18er, 20er, 22er. Die Besonderheit bei so einem Waggler ist, dass es keine normale Pose ist, sondern dieser Waggler ist in sich ausgebleit. Das heißt, da ist ein Gewicht unten drunter. Und wenn ich den einfach ins Wasser werfe, dann guckt der ungefähr so weit raus. Außerdem kann ich hier bei diesem Slider, wenn ich Nachtangeln machen möchte, oben die Antenne rausnehmen und kann stattdessen ein Knicklicht reinstecken.
das Ding ist einfach auf der Hauptschnur und ich mache da drunter und da drüber ganz einfach einen vernünftigen Stopper. Ich habe hier Kautschukstopper von FTM. Und dann mache ich da drunter als Laufblei praktisch nochmal ein kleines Blei. Die Störe mögen es überhaupt nicht, wenn sich so ein Köder weiter bewegt. Deswegen versuche ich das einfach festzulegen. Man kann da ein Trevarello-Blei nehmen, so wie ich das hier habe, oder man nimmt einfach ein kleines Birnenblei. So in der Größenordnung 5 Gramm, 4 Gramm, 8 Gramm. Das kommt nicht so genau darauf an. Das stecke ich nach unten fest, auch wieder mit einem Stopper. Den sieht man hier. Dann kann man darunter einen Wirbel machen. Ich mache das gar nicht, sondern ich habe hier einfach eine Schlaufe und dann schlaufe ich mein Vorfach da drin ein. Das Vorfach ist, ich sag mal, 30, 40 cm lang. In der gleichen Stärke in etwa. Das muss auch kein Fluorocarbon sein, einfach normales Nylon-Vorfach. Und da habe ich jetzt meinen Haken dran. Die gesamte Montage wird jetzt so lang eingestellt, dass praktisch mein Blei auf dem Grund aufliegt, dann geht meine Schnur leicht schräg nach oben Richtung Rutenspitze und dann ist als Bissanzeiger oben nochmal mein kleiner Waggler, mein kleiner Slider. Es geht darum, dass die Störe einfach sehr breite Brustflossen haben und schnell die Schnur mitnehmen. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Wenn jetzt die Schnur gerade hochgehen würde, würden die relativ schnell einfach die Schnur auch einsammeln. Und wenn das schräg weggeht, ist das nicht so schnell der Fall. Das liegt jetzt auf dem Grund auf. Mein Vorfach liegt auch auf dem Grund auf. Und wenn jetzt ein Stör zieht, dann zieht der praktisch die Hauptschnur durch mein kleines Blei durch. Und ich merke das an der Pose. Da hängt jetzt irgendwas anderes dran. Irgendwie ein abgerissener Stör. Da habe ich gerade noch ein Stück Schnur gesehen. Das fühlte sich an, als ob da war, als ob ein Stör irgendwann mal am Schwanz gehakt worden ist. Und ich habe ein Stückchen Schnur gesehen und war wahrscheinlich irgendwas Abgerissenes. Auf jeden Fall ist mein Köder und so weiter alles noch dran. Ich schmeiß wieder raus. Als Rute habe ich mir fürs Störangeln genommen eine Steel Trout FXR. Das ist eine dreiteilige Rute mit Wechselspitze. Die Rute hat ein Wurfgewicht von 25 Gramm und eine Länge von 3 Metern. Ich habe hier dazu eine 22er Schnur und ich habe hier eine Freilaufrolle. Es geht eigentlich nur darum, dass die Schnur einfach auch mal so genommen werden kann und dass der Stör mir nicht meine Rute reinzieht. Das ist ein bewährtes Setup, das kann man so ohne Probleme nehmen. Eine 3 Meter Rute würde ich nehmen, wenn ich wirklich im unmittelbaren Uferbereich angel. Wenn ich weiter raus muss und die Montage entsprechend lang einstellen muss und ein tiefes Gewässer habe, würde ich die gleiche Rute nehmen, aber in länger, in 3,30 Meter oder 3,60 Meter. Das liegt einfach daran, dass diese Posenmontage dann viel länger ist und dann eben leichter geworfen werden kann. Nur Störangeln ist mir zu langweilig. Deshalb habe ich es zwischendurch auch immer wieder auf Forelle probiert und auch mehrere gefangen. Den Forellenteil habe ich aber in diesem Video auf das Notwendigste beschränkt, denn hier geht es ja um Störe. So, aber wieder so eine typische Angelegenheit. Ich habe es den ganzen Morgen mit Gummi probiert und habe geworfen wie ein Weltmeister. Ich habe es tief probiert, in der Mittelschicht probiert, ich habe es oben probiert. Ich habe verschiedene Gummis, verschiedene Farben, verschiedene Größen. Nix. Nicht ein Biss. Jetzt haben wir mittlerweile, ich weiß nicht, 10 Uhr oder sowas. Also schon ist es warm geworden, ich habe mich ausgezogen.
habe ich eine Pilotmontage fertig gemacht, so tief eingestellt, eine Bienenmade dran, habe das rübergeworfen Richtung anderes Ufer, weil da so ein bisschen Schatten ist. Ja, das hat jetzt, ich sag mal, keine 5 Minuten gedauert. Da ist der Fisch und ich hoffe, dass es noch ein paar mehr werden. Jo, Forelle, ne, auf Bienenmade. Als Köder funktioniert sehr gut Tauwurm. Entweder ein ganzer, ich nehme meistens einen halben. Dendrobena, darauf habe ich unzählige Störe gefangen. Sehr gut Störteig. Das ist ein weicher, stark riechender Teig. Und ich mache davon immer eine Kugel dran und zusätzlich nochmal einen Dendrobena. Man kann auch eine Bienenmade dran machen, aber eben alles auf Grund aufliegend. Räucherlachs, natürlich, das ist so der Klassiker. Ein kleines Stückchen, ich rolle das dann auf und mache das einfach auf den Haken. Und was auch sehr, sehr gut funktioniert, ist Matjeshering. Auch ein kleines Stück einfach dran. Auch mit roher Makrele, einfach ein kleines Stückchen, habe ich schon wirklich viele Fische gefangen. Auf der Störroute da vorne sieht es gerade mal ein bisschen komisch aus. Mal schauen, ob da was läuft. Bisschen kleiner als der andere, aber Stör ist Stör. Da ist der nächste Stör. Ich habe jetzt diesen auf Wurm mit Kadaveröl. Ja, ganz nah am Ufer, da ist er, man kann ihn sehen. Es gibt hier eine Fangbegrenzung von 2 Stören, die habe ich erreicht. Und ich habe heute bis mittags ungefähr geangelt. Also ich weiß nicht, 11, 12 Uhr sowas um den Dreh rum. Danach habe ich mich um andere Sachen gekümmert. Ich habe hier noch eine Forellensee-Vorstellung gemacht, bin mit der Drohne geflogen und solche Sachen. Die Forellen waren heute sehr stark drüben am anderen Ufer, eher im Schatten. Die Störe sind hier wirklich am Ufer lang geschwommen und ich bin sicher, wenn ich weiter geangelt hätte, hätte ich noch 2, 3 Stück fangen können. Aber es gibt hier eine Fangbegrenzung von 2 Stück, weil die Fische on top besetzt werden. Das heißt, es werden für jeden Angler, ich weiß nicht wie viel, eine gewisse Menge an Forellen besetzt. Und der Krischan besetzt die Störe zusätzlich von seinem eigenen Geld. Die sind nicht bezahlt vom Angler sozusagen. Und deswegen hat er da gesagt, wir haben hier eine Begrenzung von 2 Fischen und ja, daran hält man sich dann natürlich und deswegen war ich eigentlich mittags fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer über ein Like und über ein Abo freuen. Schreibt gerne eure Kommentare unten drunter, ob euch das Störangeln interessiert und auch, ob ihr darüber mehr wissen möchtet bezüglich Köder und Montage und solche Sachen.
Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mir ein Like und ein Abo gebt. Bis zum nächsten Donnerstag und ich wünsche euch jede Menge dicke Fische. Bis dann. Ciao.